Hallo Leute, ich bin's der Dominik und ich begrüße euch zur neuen Folge der Young Boys Band Karriere. Und ja Leute, heute haben wir das Saisonvorbereitungsturnier mit West Ham United, Schalke und dann noch Hoffenheim. Vielleicht kommen wir weiter, können das Turnier gewinnen. Dann gibt's die Transferphase, wo wir Lugano, Lausanne Sports und wahrscheinlich noch Luzern schnell simulieren werden. Und dann kommen wir wahrscheinlich bis zu Basel. Dann sind wir direkt beim Spiel gegen West Ham United, müssen wir ein paar Spieler rauspacken. Wir haben aber dafür dann noch genug, müssen die Spieler nicht aufgeben. Mit dem Unentschieden wäre ich zufrieden. Da jetzt unser Team schon ein bisschen geschwächt ist, wir verlieren mit 2:1. Basic, Masuaku treffen bei West Ham, bei uns Dahoud. Nächstes Spiel gegen Hoffenheim, die haben unentschieden gegen Schalke gespielt. Das bedeutet, hier wäre ein Sieg schon extrem wichtig. Gehen wir rein und mal schauen. Wir verlieren mit 3:1. Fasnacht trifft bei uns Bebu, doppelt und Marega. Nächstes Spiel gegen Schalke, wir sind leider schon rausgeflogen, aber zumindest gegen Schalke können wir nochmal gewinnen. Das würde mich freuen. Gehen wir rein und wir spielen nur 1:1. Harit und Dahoud treffen. Dann sehen wir Ulises Garcia wechselt zu FC Watford für 17,8 Millionen und Lukas Görtler zu Fenerbahce für 3,35 Millionen Euro. Da wir eben noch Tim Leibold haben, starten wir rein in das Spiel gegen Lugano. Da ist nur eine Gesamtstärke schlechter oder zwei, das passt. Gehen wir rein, die Schnellsimulation spielen nur 1:1. Dimum trifft und Adai ist bei uns epischer. Und einen Spieler möchte ich schon mal fix machen, Daniel Malen. 50 Millionen Marktwert, 40 Millionen zahlen wir. Sein Vertrag läuft aus. Der hat die gleiche Gesamtstärke wie Insame, ist aber 6 Jahre jünger. Würde ich sagen, holen wir uns ihn. 82.000 Gehalt, Einstiegsbonus von 860.000, 94.000 Gehalt ist auch in Ordnung. Und damit haben wir einen neuen Megastürmer von Manchester United, Daniel Malen. Sein Marktwert ist zwar um 4,5 Millionen runtergegangen, das kann uns aber egal sein, denn wir haben jetzt einen Top-Stürmer hier drin. Mit Daniel Malen. Ich habe es zwar gesagt, aber nicht gezeigt. Und zwar haben wir Insame für 70 Millionen verkauft. Ich kann es euch vielleicht nochmal gleich zeigen. 4 Spieler, die ich holen möchte. Einen neuen Ersatz-Link-Mittelfeldspieler mit Pululu von Basel. Dann einen neuen Rechtsverteidiger. Backup Ainsley, Maitland-Niles. Und einen Ersatz-Rechtsverteidiger mit Edon Zegrova. Und einen Stamm-Linksverteidiger mit Abdul Rahman Baba. Würde ich sagen, holen wir uns die 4 Spieler. Und damit haben wir alle 4 Spieler. Pululu mit einem Gehalt von 12.500, Maitland-Niles 50.000, Zegrova 15.000 und Abdulrahman Baba 25.000. Damit haben wir wieder neue gute Spieler. Neue zwei Innenverteidiger, Waldemar Anton, 8 Millionen von Stuttgart und Niakate von Mainz für schlappe 9 Millionen. Vertrag läuft aus, würde ich sagen, holen wir uns die beiden. Beide Spieler kriegen 30.000 Gehalt und damit haben wir zwei neue Innenverteidiger und damit das Team wirklich auf allen Positionen doppelt gut besetzt. Und damit können wir als Stammspieler in die KT reinpacken. Anton darf man nochmal auf die Bank für Leibold. Und dann kommen die natürlich auch noch in die B11 rein. Dann sehen wir Leopold Zingerle verlässt uns zu Nottingham Forest für 3,3 Millionen Euro. Hoffentlich ist dann der letzte Spieler da, Lawrence Atizigi. Den habe ich, glaube ich, von euch ganz am Anfang der Karriere vorgeschlagen bekommen. War aber nie so wirklich in meinem Kopf drin. Jetzt holen wir ihn für 3,25 Millionen Euro von KBR-Shot VA. 10.000 Gehalt für Lawrence Atizigi und das akzeptiert er. Und damit haben wir hoffentlich den letzten Spieler, falls wir keinen mehr verkaufen, mit eben Ziggy. Der hat gekostet 3,1 Millionen, nur 150.000 mehr gezahlt. Damit haben wir einen neuen Ersatzkeeper. Nächstes Spiel gegen Lausanne Sports. Hier geht's rein mit dem Top-Team. Das haben wir jetzt ausgewählt. Und mal schauen, ob wir einen Sieg holen könnten. Das wäre jetzt echt schon extrem wichtig. Wir gewinnen mit 0:3. Daniel Malen, Geiger und Pululu treffen. Letztes Spiel gegen Luzern. Diesen auf Platz 2. Wir haben noch 3 Spielen, 7 Punkte. Die nach 2 Spielen 6 Punkte. Jetzt bin ich mit der B11, glaube ich, reingegangen. Das könnte schief gehen. Das geht schief. Wir verlieren mit 0:1. Dann sind wir am Ende der Folge, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, kann ich nichts mehr. Dann sind wir in der Folge, Leute. Würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ihr könnt natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind wir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.